Was sie beim Start einmal nach links ziehen und den Alpha Tauri mitnehmen. Nein, nicht mich mitnehmen, nein, okay, bitte nicht. Never mind. Doch, Gott. Nicht. Das bin so aggressiv, Turn 1. Ey, ist wirklich, ich hab wirklich nichts zu sagen. Ne. Dafür brauchen wir viel. Was ein Kackstart. Boah, was ein Start von mir. Der, mein Bester, der war auf dem Durchschnittsniveau von euch. Auf Skala von 1 bis 10 wäre das so schlecht. Also das Durchschnittsniveau war aber sehr niedrig, weil ich habe einen schlechten Start. Oh, Danny. Nix verloren. Ja, ich mach mal hier die Real-Life-Linie. Fette Linie, Junge. Die Real-Life-Linie. Fand ja echt auch lang, also kann ich das auch. Was ein Manöver. Ich habe auch fast keine Lockups. Und ich nehme fast. Dass der Williams vorne so einen Einhorn dran hat. Dann perfekte. Mädchenwagen. Ja, da passt du dann auf jeden Fall gut rein. Dankeschön. So, Sven hat Druck. Sven hat Druck. Der will die WM. Er muss jetzt hier seinen Teamchef abschießen. Den nächsten. Ja, das wollen schon die Williams. Nee, du musst den anderen Teamchef abschießen. Nee, mit mir steht er nicht auf dem Kriegsball. Wieso steht er mit mir auf dem Kriegsball, what the fuck? Ja, weil von dir kriegt er immer so schlechte Strategien. Ja, von dir kriegt er gar nichts. Doch, von mir hat er die Umgangsstrategie bekommen. Ja, wow, du hast ihm gesagt, geh erst auf den weicheren Reifen und dann auf den härteren. Ja, das war der Killer-Move, ich sag's dir. Und wechsel, Spinnenrennen bin ich die Reihe. Boah, mach deinen Schiff. Aber dass man in dieser Gruppe, wo Noah reingehalten hat, das ist dein Held, hast du nicht gesagt. Ja, das sagst du ja nichts mehr. Ich hab ja selber da einfach so konfident einfach. Der bist ja auch ein Top. Stark, Lennart. Hab echt krass verteidigt. Pinsel, was machen wir jetzt so mit CL2017 raus? Oh Gott, wo fahr ich hin? Geiles Manöver, geiles Battle. Achso, hier, du meinst jetzt hier den Lachstank aufschießen? Warum nicht gleich alle? Kannst du doch was mal abschießen, der ist okay. Dann schießt er mich in der DM ab. Kämpft der noch härter gegen mich? Ja, geht eigentlich nicht. Ja, die DM juckt mich alles. Was ist denn los, Helen? Warum so Lahm am Ersten da vorne? Mach ich mit Absicht. Wenn du nicht am Basti vorbeikommst, das ist taktisch. 216. Ich spar Benzin. Wie Luzi. Ja, in der Kurve da oben spürst du das richtig. Rasti, wieso hast du so viel Topspeed? Der ist am Drücken. Der drückt. Overtake drückt der. Warum fahr ich hier so langsam durch? Gibt's da irgendeinen Grund dafür? Ich glaub nicht. Ich drück auch mal, okay? Ja, das passt schon so. Ich mach jetzt einfach innen zu und dann macht er nix. Scheiße. Kurve kriegen wir praktisch. Ich komm da einfach nicht mit irgendwie. Was geht denn hier vorne ab? Die geben sich ein bisschen Saures, deswegen komme ich wieder ran. Ah, Quatsch. Wow. Da kannst du gucken, wo du bleibst. Ey, Basti, Junge. Wie leise seid ihr denn durchgefahren? Frag mal Hele. Frechheit! Das ist einfach nur der Konstantina-Effekt. Ja, da kann ich aber recht gut. Habe ich ihm beigebracht. Schnauze, danke, du hast mir gar nichts beigebracht. Du hast mir höchstens beigebracht, wie man Leute abschießt. Ja, bei den Williams. Basti, verteidige dich. Boah! Ich komm nicht ins CRS-Fenster. Okay, das war. Warst grad fast dran gewesen. So, Helemund, jetzt einfach nach vorne hinweg. Scheiße. Da war ein Staubkorn.
Lucky. Hey! I'm still a piece of garbage. Bonjour. Ja, weil ich bin außen war. Wie bist du denn dagegen gefahren? Was war denn da los? Von 60er, Sven. Du hast mir die Strecke weggemacht. Da war dann da irgendwie viel Platz. Oh Gott. Oh Gott. Nö, da hat nur Schiss. Ich bin auf den Sand. Alle fallen ineinander rein, Alter. Da hab ich dann wohl anders interpretiert. Junge Lennart, Lucky, hast du denn? Eigentlich einen Rückspiegel? Stimmt, Lennart. Schon. Du hast einen angeschoben. Hast du einen Rückspiegel an, Lucky? Machen wir nicht so einen asozialen Reset? Ja, hab ich. So ist gespielt, los. Nee, war ja nicht ganz gut. Das geht auch nicht los. Ja, passt schon, wir brauchen ein bisschen Vorsprung für dir. Ich muss einfach nur ein DRS kommen. Das 3er L, da gibt's dann Lucky Lucky. Ja. Ja. Da sehe ich uns. Genau in der Reihenfolge der Pace hier. Dafür gab's erstmal die Stupster. Kann Lothi noch dazukommen, dann wäre es noch witziger. Ja, hast du nämlich Konkurrenz, ne? Ja, ja. Lelem. Ja, die 3er ist. Wir wissen ja, wofür L steht. Wie langsam. Ich glaube, ich könnte den. Da komm ich! Da komm ich! Ich werde komplett hops genommen. Aha! Oh Gott. Nein, nein, nein! Oh. Oh. Nicht da rein, Basti. Doch, da rein. Halt, stopp! Nein, da war oh. Die. Ja, konnte ich auch nicht mehr ausweichen. Ja, da hast du mich einfach mitgerissen. Da standest du mir auf mal einfach vor der Birne, da konnte ich nichts machen. Ja, immerhin vor Danny, lol. Können wir noch eine Runde hinten dranhängen? Ich möchte jetzt fast das Lap holen. Das ist ja technisch nicht möglich. Interlocks? Ja, oh nein! Slowdown, slowdown. 1000 ist wenig Grip, schade. Ah, ja, wo bist du? Ich komm an. Da bin ich. Oh. Das muss der Dive für die letzte Probe geben. Ja, komm, dann machen wir nochmal richtig hier Kasala. Komm, wo bist du denn? Da ist er. Hau ihn weg. Ach komm, die Rache muss kommen. Scheiße, er hat's gebaitet. Schade, ich dachte, ich auch. Hello there. Wow, no, das ist ein Kiel. Wir hier machen das einfach alle aus. Das war ganz schön knapp, Helim. Also ich hab's irgendwie geschafft, irgendwie zu driften bekommen und dir auszuweichen. Lucky, du weißt, wo ich den gelernt habe. Ja, von Karotte. Ja, da fragt's gut. Mann! Hey, nee, Helim, Satz mit X, das war wohl nix. Das war so gerade irgendwie ganz, ohne Traktionskontrolle zu fahren, oder wie sieht's bei dir aus, so? Ich rausch auf ihn zu. Und auf einmal macht er auf und ich merke so, oh fuck. Oh gut, oh fuck. Aber zu spät, Junge. Also ich hab meinen zweiten Platz gewastet für nix. Scheiße. Scheiß drauf. Ah, unverdient. Ja, unverdient. Ich hätte den mehr weghauen müssen. So, wie wir bei letztendlich alle hinten drauf rausen. Letztendlich schneide ich die Rennen so wie Liga-Rennen, weil ich auf jede Sicht einmal gucken muss, so was da abgeht. Immerhin. Welchem Programm schneidest du? Ich habe jetzt ein bisschen mit, wie heißt das Programm? Ich muss kurz zur Seite schieben. Jetzt habe ich die NZT hier, dieses kostenlose, krasse Programm irgendwie. DaVinci, genau. Aber jetzt habe ich mir doch wieder Premiere Pro gecrackt, doch. Bei Premiere Pro, da bin ich aufgewachsen. Haben wir alles auf Video? Strafanzeige geht raus.